Im Schnitt ja, aber es kommt auf die Branche an. Zum Beispiel als Fluglotsin oder als Pharmareferentin verdienst du teilweise mehr als mancher mit Studium. Wer praktisch arbeiten will, sollte aber eine Ausbildung machen. Oder? Kommt drauf an. Berufsschulische Ausbildungen haben zum Beispiel einen Fokus auf die Theorie. Dafür kannst du an manchen Hochschulen oder in einem dualen Studium auch viel praktisch arbeiten. Okay, aber mit Abi sollte man schon studieren. Über ein Drittel der Ausbildungsverträge wird mit AbiturientInnen abgeschlossen. Der Weg muss also nicht immer Abi-Studium sein.